Hallo und willkommen bei Factorio. Ja, wir sehen, unsere Kohle kann sich hier schon wieder ein bisschen stauen. Das ist sehr gut, denn damit haben wir da schon wieder dann etwas weniger Sorgen und hoffen, dass damit da unsere Akkus dann etwas länger ausreichen. Was wir jetzt natürlich gesehen haben, die Akkus hatten ein Riesenproblem, die konnten gar nicht ganz vollgeladen werden. Das Ganze wird mitunter vermutlich daran liegen, dass natürlich die Dampfkessel gar nicht ihre volle Leistung durchgehend bringen konnten. Und ja, wir sehen hier, ja, da kommt Solar schon wieder, kann die Akkus schon wieder etwas entlasten, aber... Ja, wenn wir nachts 16 Megawatt etwa brauchen, unsere Dampfkessel nur 12 Megawatt bringen, also wir sind definitiv auf Akkus inzwischen angewiesen und müssen dementsprechend schauen, wenn wir nicht noch weitere Dampfkraftwerke, Dampfkessel, was da alles dazugehört, aufbauen wollen, dann müssen wir schauen, dass das mit den Akkus besser läuft. So, hier mussten die Akkus nochmal kurz einspringen, weil wir angegriffen wurden und dementsprechend eben ein paar Lasertürme auch gefeuert haben. So, jetzt kann Akku wieder geladen werden und jetzt eben die große Frage. Können sie jetzt vollgeladen werden oder wird es weiterhin da zu Problemen kommen? So. Hier wird die eine Seite gar nicht richtig voll. Auch das werde ich jetzt einfach mal auf diese Art und Weise hier beheben. Es bringt ja nichts, dass sich die eine Seite anstaut und da die Erzförderer nicht arbeiten können und die andere Seite kommt gar nicht hinterher. Ist ja auch benachteiligt, da die eine Seite ja nur vier Maschinen hat, die dort zuliefern können, und die andere hat eben nun mal 6 Stück. So, wir werden dort oben mal wieder angegriffen, aber dort kommen sie scheinbar auch nicht bis zur Mauer durch. Inzwischen die Symbole weg, also sie konnten uns keinen Schaden zuführen. Aber wir sollten trotzdem mal, da hinten war's, mal schauen, wie sind denn hier unsere Füllstände. Ja, doch. Sind noch genügend Magazine vorhanden, also das läuft soweit noch. So, dann baue ich hier jetzt einfach mal noch einen dazwischen, dass, falls die da mal durchkommen, haben wir hier wenigstens eine durchgehende Mauer. So, Kupfer läuft hier auch, das Erz schon wieder etwas besser. Ist natürlich auch irgendwo schön. So, was macht das hier oben? Also es wird immer noch direkt abgeholt, sobald es hergestellt wurde. Also wir haben mehr Verbrauch, als wir dort herstellen können. Das natürlich schon so ein kleines bisschen schlecht. So, wie sieht's hier unten aus? Da haben wir immerhin jetzt schon 15 Stück drin. Der kann aber nicht schneller, weil dort die Processing Units nicht kommen, die aber ja eben auch die roten Schaltkreise benötigen. So, da haben wir 24, da haben wir 11, das ist alles nicht wirklich viel. So, hier haben wir jetzt noch 72 Fläschchen drin. Ein bisschen was haben wir noch auf Band, aber müssen wir mal schauen, ob das reicht oder ob wir da dann doch noch ein paar Artefakte dazuhauen müssen. So, ich habe hier noch Kohle einstecken, die kriegst du jetzt mal.
Denn die brauche ich sonst ja auch für nichts. So, könnte ich hier Modul rein? Ja. Das heißt, der kann ja eh nicht so schnell arbeiten. Denn wir sehen ja hier, das Ganze kostet 15% der Geschwindigkeit. Wir benötigen 60% mehr Strom, können 6% mehr herstellen und erzeugen aber auch 40% mehr Smog. Mehr Pollution, also Verschmutzung. Ja. Handelt sich hier eben um die Luftverschmutzung. Aber wir könnten dementsprechend hier eben... Wir müssen mal schauen. Speed 20. Das heißt, wir könnten das Ganze sogar mit dem Modul schon wieder ausgleichen. Dass das Ganze dann immerhin... Ja, hier wollte ich hin. Dass das Ganze sogar 5% schneller laufen könnte. Verbraucht dann aber noch mehr Energie. Also wenn wir hier jetzt zum Beispiel schauen, wir haben 2,4 Pollution und haben 150 Kilowatt Energie. Da haben wir hier eben schon 5,376 Pollution und haben 240 Kilowatt Energie. Dafür, wie gesagt, können wir ein bisschen mehr herstellen, aber auch hier von 0,75 Crafting Speed, also Herstellungsgeschwindigkeit, runter auf 0,6375. Das Ganze können wir aber auch noch auf eine andere Art etwas beschleunigen, indem wir da einfach mal von denen nehmen und wir werden da oben schon wieder angegriffen und das ist nachts natürlich scheiße. Weil wir da natürlich mit unserem Akkustrom schauen müssen. Aber Akku war zumindest, ja, ist jetzt die Frage, war er ganz voll, aber zumindest war es doch sehr hoch gekommen. Ja, und wenn ich schaue, dass dort an der einen Stelle eben die blaue Linie so runtergefallen ist, dann war das die Stelle, an der die Akkus dann voll waren. Sehen wir auch dann auf der linken Grafik, dass dort eben dieses Graue, das war zum Akkuladen, dass das eben auch nach unten gefallen ist. Also da waren die Akkus komplett voll. So. Die ersetzen wir hiermit. Jetzt haben wir Crafting Speed von 1,0, also sind hier sogar schneller, obwohl wir mehr herstellen. Und wir haben den Vorteil, wir haben jetzt hier 4 Slots. Das bedeutet, wir werden uns da jetzt mal noch 1, 2, 3 dieser Module nehmen. So, dann können wir da noch einen weiteren einsetzen, können hier noch zwei einsetzen und das Ganze ist eben so, wir sehen jetzt, unter dem grünen Balken haben wir jetzt noch einen ja, lila Balken und der stellt eben die zusätzliche Produktion dar, also das, was wir durch die Module jetzt eben mehr produzieren. Und da ist es eben so, dass wenn der voll ist, bekommen wir also eins extra. Durch zwei Module wächst der eben jetzt natürlich auch etwas schneller an, als wenn wir dort nur ein Modul eingefügt hätten. Aber wie gesagt, die Maschine läuft jetzt natürlich etwas langsamer. Das heißt, wir könnten jetzt überlegen, das Ganze mit Geschwindigkeit wieder aufzufüllen. Macht aber natürlich auch irgendwo wenig Sinn, weil wir ja gar nicht volle Geschwindigkeit fahren können, da ja nicht genügend der Advanced Circuit hier nachkommt. Das heißt, wir könnten hier sogar überlegen, in beide nochmal jeweils weitere Produktivitätsmodule einzustellen. Ich glaube, das mache ich auch. Und können im Zweifel, wenn wir irgendwann merken, nee, jetzt ist die Maschine doch zu langsam, eben da ja wieder ein bisschen was rausnehmen. Das heißt, wir brauchen hier nochmal 4. Ich nehme mal noch einen 5. Dann kann ich nämlich testen, ob ich oben bei den Advanced Circuit auch
das Ganze ein bisschen produktiver gestalten kann. So, da machen wir ein bisschen was dazu. Dann sehen wir also jetzt, wir haben 24% mehr an Produktivität. Dafür ist jetzt die Herstellungsgeschwindigkeit nur noch 0,5. Aber das reicht ja eben aus. Haben aber auch einen enorm höheren Strombedarf. 240% mehr an Strom. 714 Kilowatt. Also da geht jetzt schon ordentlich was an Strom auch wieder weg. Das heißt, wir werden unseren Strom im Auge behalten müssen. Dafür haben wir eben quasi, ja, 24% ist nicht ganz genau. Bei 25% wäre es dann so, dass wir auf 4 normal hergestellte jetzt eben 5 herstellen können. So kommt es nicht haargenau mit 4 hin, sondern bei 4, so viel hergestellten sind es dann eben 5. Aber da haben wir somit eben auf jeden Fall schon mal einen gewissen Zugewinn. Gut, dann müssen wir jetzt eben mal noch schauen. Jetzt ist die Frage, warten wir jetzt gerade noch so lange? Der ist ja jetzt einmal voll und dann sehen wir eben, wie das Ganze dann quasi funktioniert. Wollen wir jetzt nochmal kurz warten, dass der einen weiteren bekommt. Jetzt. So, gleich ist er voll und dann sehen wir, wenn der Balken voll ist, gibt es eben dementsprechend auch eine Prozessoreinheit. Zack. Dann wurde hier eine mehr ausgeliefert. So, schauen wir mal, können wir das Ganze hier oben auch beschleunigen? Ja, da können wir auch mehr Produktivität. Das heißt, hier könnten wir ja jetzt eben zum Beispiel arbeiten, dass wir sagen, wir machen zweimal mehr Produktivität und machen hier dafür zweimal Speed, damit das beim Speed recht gleich bleibt, aber eben mehr herstellen kann. Wäre natürlich jetzt noch besser, wenn wir da schon Produktivität 3 hätten. Aber hätte Fahrradkette ist halt leider noch nicht. Das heißt, da müssen wir erstmal noch mit denen arbeiten. Oh, und da haben wir Spucker, die hier unser gutes Gerät bespucken. Aber da kommen schon die Roboter, die alles wieder reparieren. Wunderbar. Also, solange das noch alles läuft, brauchen wir da in der Ecke jetzt nicht die großen Sorgen zu haben. So. Einmal bitte ein bisschen mehr herstellen. Hier brauchen wir das nicht zu machen, denn der stellt uns ja nicht in unsere Maschine her. In unser Liefersystem. So, aber die dürfen dementsprechend hier etwas schneller laufen. So. Dann bekommen wir hier doch mal ein bisschen mehr in unsere Kisten. Dementsprechend sollte es dann natürlich auch wieder schneller laufen, dass also hier wieder in die Kiste mehr reinkommt und das Ganze schneller nachkommt. Apropos Kiste, wir haben ja keine Kiste oder nichts, was uns da beliefern kann. Also nehmen wir uns hier nochmal direkt raus. Haben wir immerhin schon wieder 15 Stück einstecken. Und sind auch schon wieder bald hier am Partende angelangt. So, das können wir wieder zurückpacken. Die brauchen wir im Moment nicht. Dafür könnten wir eher hier noch ein paar von brauchen. Ja, so 20 Stück ist eigentlich eine recht gute Anzahl. So. Ansonsten, ja, die grünen Schaltkreise sehen wir, das reicht alles wunderbar aus. So, und wir sehen, der hier ist jetzt komplett leer. Wir haben nur noch das, was auf dem Band ist. Das könnte also doch ein bisschen knapp werden. Da mache ich mir jetzt doch mal noch 5 Stück weg. Da kann der ja dementsprechend
50 plus das, was er an zusätzlicher Produktivität hat, was hier ja eben auch 24% sind, noch herstellen, dass die Flächen also auf jeden Fall ausreichen sollten. So, die Maschine, die wir dann dafür da unten brauchen, das haben wir schon. Dann hätte ich jetzt noch ein anderes Ding, was wir ja auch noch benötigen würden. Und zwar müssen wir ja die hier zum Beispiel auch herstellen. So, und das machen wir jetzt einfach mal, indem wir da hier eine Maschine herstellen. So, da brauchen wir 50 Kupfer, 50 erweiterte Schaltkreise und 100 Stahl. Also fangen wir mal an mit 100 Stahl. Das hier muss auf 100 erhöht werden. Und 50 Kupfer haben wir gesagt. Und dann haben wir das Partende. Bis morgen. Ciao, ciao.